Das Foto ist ein kleiner Nachtrag von meinem Besuch im Technikmuseum. Eine Erklärung dieses Spruches würde hier allerdings den Rahmen sprengen. Der Spruch ist von Friedrich Nietzsche. Wenn es dich interessiert, wie das gemeint ist, solltest du also sprach Zarathustra lesen oder als Suchbegriff nehmen. Es gibt verschiedene Erklärungen im Web dazu. Hier komme ich zum Wasserstraßenkreuz Magdeburg. Hier kreuzt der Mittellandkanal die Elbe. Damit auch die Schiffe von der Elbe zum Kanal und andersrum fahren können, gibt es hier auch noch eine Schleuse und ein Schiffshebewerk. 1905 wurde mit dem Bau vom Mittellandkanal begonnen. 1938 wurde das Schiffshebewerk fertiggestellt und auch die Kanalbrücke und das Schiffshebewerk Hohenwarte waren schon im Bau. Hier erfolgte dann aber wie bei allen größeren Projekten 1942 der kriegsbedingte Baustopp. Da nach dem Krieg in der DDR kein Interesse an einer Ost-West-Verbindung bestand und der Aufwand an Material und Arbeitskräften zu hoch waren, wurde der Bau durch die DDR nicht weiter fortgeführt. Nach der Wiedervereinigung wurde das Projekt wieder aufgenommen. Es sollte eine Wasserstraßenverbindung von Hannover über Magdeburg nach Berlin errichtet werden. 2003 wurde die Kanalbrücke über die Elbe errichtet. Die 2001 gebaute Schleuse Rothensee ersetzt das veraltete Schiffshebewerk. So, kommen wir nun zum Cache. Sieben Meter. Gucken wir mal in den Ort. Meine erste Vermutung lag doch richtig. Aber das findet keiner. So sieht er aus. Mach mal ein Zielfoto mit meinem Schaf. Ah, da ist nicht. Zum Schreiben mit hab. Ich könnte natürlich auch nochmal zum Auto gehen, aber das will ich jetzt ohne. Reicht notfalls auch so ein Zielfoto. Thank you.
Das scheint ein Radar zu sein. Brauch ja nur in die eine Richtung gehen und nie drehen. Da kann ja nur von dort was kommen. Alle anderen sehen die ja, beziehungsweise wir haben hier auf einem anderen Radar. Weiß jemand, was das ist? Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, wer was weiß. Ich vermute, um die Schiffe nochmal zur Seite ranzuziehen. Einfach Seil drum und Motor anmachen. Aber dafür bedürfte es doch theoretisch wenigstens zwei so einer Ziehdinger. Dort hinten können wir die Druckbrücke sehen.
So, da oben haben wir.